Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Mal nicht mit dem Mongo, der sich Geld gekauft hat. Weil ich einfach mal wieder Bock auf das Spiel hatte und irgendwie mal mein Mauszeiger draußen. Ja. Diesmal können wir alles ganz in Ruhe angehen. Den hier kann ich eigentlich mal verkaufen. Weil er nimmt eigentlich nur Platz weg. Oh, Besatzung zur Kaserne habe ich geklickt. Wo kann ich denn nochmal die Besatzung nachgucken? Besatzung, ich glaube, unter Kaserne. Liege ich da richtig? Ja. Entlassen. Und entlassen. Okay. Dann ruckelt es erstmal. Ja. Damit denke ich mal, kann ich nicht so viel anfangen. Ich guck mal hier kurz in die Forschung rein. Ach, dafür brauche ich ein paar Monetos. Okay. Dann wieder zurück in die Garage. Ja, ich weiß, man könnte auch da oben auf Forschung hier klicken. Also hier oben, hier. Aber das mache ich mal nicht. Jetzt gucke ich mal kurz beim Cruiser rein. Ja, da habe ich einige Sachen noch nicht. Zum Beispiel ein Motor, der wäre ganz nützlich, aber irgendwie kann ich den nicht kaufen. Der Cruiser 3 ist auch schon möglich. Na okay, dann lassen wir das. Cruiser oder Artillerie. Ich wollte es als Primärfahrzeug markieren. Also als Reservefahrzeug bitte markieren. Na egal. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier. Den Cruiser können wir ja immer noch später nehmen. So. Dann sind wir auch schon drin. Himmelsdorf. Der Leon hasst diese Map. Und weil der Leon sie so sehr hasst, ist World of Tanks einfach mal kurz vorm Abschmieren. Das ist immer super. Alter. Aufnahme. Also wäre jetzt sehr nett, ne, wenn du mal funktionieren würdest. Danke. So, jetzt können wir mal gucken. Cruiser 4 ist darunter. Ein Cruiser 4 auf unserer Seite und zwei da drüben. Soweit ich sehe, haben... Doch, die da drüben haben... Ich glaube, die haben zwei Artis. Ich bin mir aber nicht so sicher. Okay. Wollt ja nur mal nachgucken. Ja. Ha! Das war bei mir noch nie so. Dass auf einmal heißt, legen wir los. Dass er wirklich so lange gebraucht hat, dass wir schon gleich zum Gefecht kommen. Und dass er gerade so ruckelt, habt ihr das eben gerade mitbekommen. Nee, das geht gerade nicht bei der Aufnahme. Nein, nicht zurück in die Garage. So, besser. Ich gucke jetzt einfach mal dezent hier vorne. Den erreiche ich nicht, den auch nicht. Die sind alle so geschützt. Den erreiche ich auch nicht. Der hier ist zu weit weg. Den erreiche ich nicht, den erreiche ich nicht, den erreiche ich nicht. Okay. Man hört das Geräusch, aber der bewegt sich nicht. Alter. Was ruckelt denn der jetzt so? Ja, ich habe ein paar Tabs offen, aber mein Computer müsste das eigentlich schaffen. Auch mit der Aufnahme. Hammergeil. Jetzt ruckelt's wieder. Hammergeil. Okay, dann fahren wir mal ein little bit.
Wie gesagt, das ist die beschissenste Map. Für Artis habe ich jetzt rausgelassen, weil ich finde allgemein die beschissenste Map. Hier gibt es zwar sau viele Möglichkeiten, sich zu verstecken, aber gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu verstecken, ist das total blöd. So, mal sehen, ob der Motor von der Arti das hier schafft. Hier hoch. Das ist übrigens eine Aufnahme kurz vor dem Urlaub. Was heißt, wir haben gerade 21.13 Uhr. An einem Freitag und am Samstag geht's dann los. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Hier schaffen wir es nicht. Oh. Hier ist ein verreckter Panzer. Okay, das müssten wir jetzt schaffen. Tun wir aber nicht schaffen. Alter, wieso schaffen wir das nicht? Ich möchte mal einen auf dem Gewissen haben. Nein, noch bleibt auch stehen. Wo sind das nochmal? Hier bei mir. Kackhaufen. Ich gehe mal gerade weg. Aber einfach aus der Vermutung. Ja, dass er ein bisschen rumleckt. Das Blöde ist, man weiß immer nie, welche Map kommt. Weil würde Himmelsdorf kommen, dann würde ich garantiert nicht die Arti nehmen. Okay, jetzt muss ich mich mal gerade ein bisschen beeilen. Die werden nie wegballern. Oh, das ist der Einzige, der noch lebt. Ja, meine Bewertung wird schlecht aussehen. Aber wenigstens habe ich es überlebt. Das ist doch die Hauptsache, nicht? Lol. Wir haben alle gegnerischen Panzer ausgeschossen. Friedensschuss! Ach man, das hat nicht mehr geklappt. Oh. Ja. Naja. Bisschen Monetos, ja, 3000. Was soll man machen? Ein paar Dingsgranaten auffrischen. So. Jetzt kann es eigentlich sofort weitergehen. Ich wollte gerade auf Gefecht verlassen gehen, weil ich was gucken wollte. Aber egal. Dann machen wir das nach dem Gefecht noch. Wie ist die Map? Ist mir egal, aber sieht gut für Artis aus. Deshalb ist mir eigentlich scheißegal, wie die heißt. Ach, die Map ist das. Die ist ein bisschen blöd, weil ich fahre immer irgendwie. Ich fahre immer total gerne in das gegnerische Feld rein. So nach dem Motto: Wer als erstes da ist, hat gewonnen. Und da denke ich irgendwie nicht dran, dass das eine Schlacht ist und die ganze Map. Ein Gewinn ist. Also, dass man von A1 gewinnen kann, von F1, von K0, wenn man da den letzten tötet und nicht unbedingt als erster da hinten sein muss. Nur mein Gehirn rafft das meistens nicht und will dann immer sofort da durchfahren. Wie jetzt zum Beispiel. So. Eigentlich bräuchte ich ja jetzt was Buschiges. Damit ich mich darin verstecken kann und dann sagen kann, dass etwas langes im Busch. Sag mal, hörst du auf wegzufahren? Lol. Ach, ficken. Du darfst auch gerne stehen bleiben, mein Freund. Und Helfer der Polizei. Ich werde, der ist da, aber ich gehe das Risiko mal nicht ein. Ja, Betonung auf nicht.
So, jetzt verfolge ich den mal ein bisschen, der jetzt verschwunden ist. Fuck, so lange reicht mein Ding nicht. Mein langes Rohr. Ich werde gleich sowas von beschossen werden. Das habe ich im Urin. Irgendwie eine total komische Bezeichnung. Ich hab's im Urin. Ich weiß nicht, ob der getroffen hat. Oh. Da komme ich nicht ganz hin. So's. Ach ja, ich mag's, wenn Sachen umfallen. Hoffentlich falle ich jetzt nicht um, sondern stürze nur ab. Und werde mir dabei Bäume meinen Fall abgefedert. Ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist.